Ich weiß, dass Chiki und Reikard wild entschlossen sind. Ja, okay, sie sind glücklich und so. Aber sie wollen einen Verteidiger. Es gibt die Theorie, die der Meister, Herr Cruyff, erklärt, die lautet, man gewinnt die Liga mit einem Team, das 80 Tore macht. Und es ist gleich, wenn sie 50 Tore kassieren. Man kann auch mit einer Mannschaft gewinnen, die 50 Tore schießt, aber nur 20 hineinlässt. Für das erste brauchst du jemanden, der Tore schießt, für das zweite eine starke Abwehr. Wir haben weder einen Torschützen noch eine starke Abwehr. Also können wir die Liga gar nicht gewinnen. Wo bist du? Ich habe eben unterzeichnet in Chikis Büro. Ich bin schon auf dem Weg. Bist du dort? Ich kenne den Weg nicht. Viel Glück, Laporta. Sie haben gute Werte. Die sind katalanisch, nicht wahr? Der riesige Verein ist wie ein Labyrinth. Angestellte führen die Neuen herum. Hallo, wie geht's? Nicht jeder freut sich, Sie zu sehen. Laporta hat radikale Veränderungen angekündigt und das bedeutet, dass so mancher Job auf dem Spiel steht. Welches Stockwerk ist das? Das zweite? Das ist nur vorübergehend. Wenn wir uns daran gewöhnt haben, ist alles gut. In der ersten Vorstandssitzung geht es hauptsächlich um die Finanzprobleme des Vereins. Die Direktoren des Vereins erhalten kein Gehalt. Jeder neue Direktor hatte sogar bis zu 1,5 Millionen Euro Sicherheit zu stellen, um einen Sitz zu erhalten. Die Arbeit wird als inoffizielle Bürgerpflicht angesehen. Allerdings können Barças Direktoren mehr Status und Blitzlichter erwarten als die meisten lokalen Politiker. Und sie müssen sich gegenüber einer Art Vereinsparlament verantworten, einer jährlichen Versammlung alteingesessener Mitglieder. Die Mitglieder machen sich immer noch Sorgen über den erschreckenden Zustand der Konten. Wenn ich dafür stimme, ist es so, als gäbe ich meine Zustimmung. Laportas Rede wird ausschlaggebend sein. Ich möchte nur sagen, dass die Zustimmung zu den Finanzen der letzten Saison weder die Zustimmung des ehemaligen Managements bedeutet, noch dass wir nicht gegen diejenigen vorgehen werden, die dafür verantwortlich sind, falls unsere Rechtsabteilung dies empfiehlt. Bitte unterstützen Sie weiterhin das gemeinsame Projekt. Ich bin sicher, wir werden Sie nicht enttäuschen. Danke. Sonst noch was? Vielleicht sollten wir noch betonen, dass dies ein großes Projekt ist und wir Ihre Stimme brauchen. Wir müssen den Beginn dieser neuen Phase voller Ambitionen, Hoffnung und Enthusiasmus gemeinsam teilen. Vielen Dank. Muchísimas gracias.